wie geht's? Wohliges Gefühl, muss ich sagen. Macht man nicht jeden Tag, ne? Was geht ab, Leute? Wir haben einfach. Sieht man's. 6.40 Uhr. Ja, Mann. Heute ist Kelvins Operation. Deine erste Operation im Leben, ne? Also die erste richtige Operation eigentlich, ja. Das ist krank. Das ist schon heftig. Ich darf leider nicht mitkommen wegen jetzt Corona und so. Ja, die meinten einfach, kannst du noch nicht besuchen. Gar keine Begleitung, gar nichts. Ich darf Kelvin nicht mehr besuchen. Ja. Wie lange musst du im Krankenhaus bleiben? Es könnte bis zu einer Woche. Boah, bis zu einer Woche? Im besten Fall nur 3 Tage, aber ansonsten eine Woche. Boah, ich hoffe, alles geht gut, Mann. Ja, Mann. Also wenn es keine Komplikationen gibt, im besten Fall 3 Tage. Du wirst jetzt gleich direkt operiert, ne? Ja. Um 8 Uhr? Um 8 Uhr, ja. Am 6.40 Uhr. Wenn du mir davor schreiben kannst, schreib mir dann. Und danach, wenn du aufwachst, schreib mir. Ich versuche auch direkt die Kamera anzumachen, wenn es geht, wenn ich nicht zu große Schmerzen habe. Alter. Aber. Ja, Mann. Ja. Du musst da alleine einfach durch. Ja. Kelvin nimmt die Kamera mit, falls der nach der OP dann drehen kann. Also morgen. Gucken, wie ich mich dann fühle. Ich versuche so schnell wie möglich einen Eindruck abzuholen und die Kamera direkt aufzuhalten, auch wenn ich am Arsch bin. Oh Mann, ey. Allein, ich war noch nie über Nacht in einem Krankenhaus. Ja, Mann, ich auch noch nie. Deswegen kannst du mal alles filmen, weil viele von euch, glaube ich, waren auch noch nie im Krankenhaus. Falls ihr im Krankenhaus wart, schreibt mal in die Kommentare, wie das für euch war. Wie so. War das Essen, die Atmosphäre? Ja, Mann. Ich hoffe, das Essen ist gut, Alter. Ich hoffe auch. Naja, es ist gut. Ich hoffe, alles geht gut, Mann. Ich ertrage die Schmerzen und. Ja, wird schon hart irgendwie, aber. Es muss sein, auf jeden Fall. Ja, dann gebe ich dir die Cam. Ja. Wie gesagt, wenn es mit der Kamera nicht geht, dann werde ich das Handy zücken, insofern es geht. Und ansonsten seht ihr mich eventuell sogar nach der OP oder wenn ich im Kittel bin, mal schauen. Ich versuche das abzuführen, was geht. Marvin, danke. Viel Glück, Mann. Aus dem Schlaf gejagt. Ja, haben wir 2 Stunden gepennt. Ich penne gleich erstmal weiter. Schlaf direkt weiter. Genau, schreib mir direkt, wenn du fertig bist mit der OP. Genau. Wir können ja auch eventuell dann morgen cammen, wie heißt das? FaceTime. Videochat, FaceTime, genau. Genau. Ist aufgeregt eigentlich. Ich weiß, es muss sein, deswegen, also die Tatsache, dass durchgeführt werden muss, ist ein Muss, aber so, ich habe Respekt vor den Schmerzen. Ja, es hat auch Respekt. Das existiere ich und mal gucken, wie ich das wegstecke. Ja, Schmerztabletten werden safe kommen und ja, Leute. Ich sage, ab mit dir. Ich werde mich melden, Mann, so schön wie es geht. Rein. Leute, Feedback wird kommen. Dann sag ich mal, ciao. So, bin jetzt angekommen. Gehen wir direkt mal zum Bad. So, ich werde nachher so in 3 Stunden oder so abgeholt und dann werde ich operiert. Kleine Roomtour. Oh, hier kann ich duschen, wenn ich das will. Hab zwar nochmal schön geduscht zu Hause, vielleicht muss ich gar nicht zwingend hier duschen, je nachdem wie lange ich hier bleibe. Und ja, Klo kann man sich nicht beschweren, eigentlich ganz okay. Und dann mein Zimmer, kleiner Spiegel. Und hier wird mein Bett sein, wo ich eigentlich wahrscheinlich meistens sein werde, nur rumliegen. Ah, Fernsehen, wenigstens genau davor. Kleine Aussicht auf den Rhein. Ganz nett. So, hier wurde mir eben erklärt, wenn ich hier drauf drücke, dann kommt direkt Personal. Wenn ich dann mal ein bisschen was zum Naschen brauche. Und hier ist Licht. Wenn es dann funktionieren würde. Ah, okay. Hier ist gleich mein Kittel. Sexy Kittel für die OP, werde ich nachher anziehen und ansonsten mehr gibt es eigentlich nicht. Ne? Also das war es eigentlich schon. Kleiner Raum, also ich finde den ganz chillig. Bin aber nur gespannt eigentlich auf die Schmerzen, also die OP an sich. Aber es ist für mich schon hart, weil es muss einfach sein und ich muss auch Ohrringe ausziehen, also man muss alles ausziehen. Man muss auch komplett nackig im Kittel sein, warum ich mich frage, warum man nackig sein muss. Aber ich google gleich mal, warum muss man da nackig sein. Ich werde mich dann melden nach der OP, ich weiß nicht, ob ich gleich filmen kann. Und ich bin aufgeregt auf jeden Fall, das ist meine erste OP. Leute, wenn es ein Update nochmal gibt, irgendwas, dann mache ich Kamera an. Ansonsten eventuell sogar danach. Bis nachher. Ah, ich habe jetzt mal gegoogelt, warum man bei der OP nackig sein muss, obwohl das nicht mal was irgendwie untenrum ist. Und es geht darum, dass man nicht so viele Keime, also halt zum OP mitbringt. Ist ja auch ziemlich legitim. Muss ja alles cleaner sein. Und deswegen, ne? Ja, ich merke, es ist meine erste OP, dass ich muss jetzt mal die Basics lernen. Ah ne, ich darf auch nicht mehr trinken. Also 3 Stunden vor der OP darf man auch nicht mehr trinken. Das heißt, ich werde jetzt auf Self gehen. Nichts essen, nichts trinken. Mit 7.30 Uhr und er meinte so zwischen 10 und 11 werden die mich abholen. Ja. Mal gucken, ob ich gleich rumjammern werde oder nicht. Also der Eingriff ist ganz schnell, aber danach die Schmerzen können schon hart sein. Ich habe auch natürlich YouTube-Videos darüber geguckt. Bin immer so ein Mensch, ich gucke YouTube-Videos darüber, wie man sich danach fühlt und so weiter. Und habe viele Videos gesehen. Manche haben es gut weggesteckt, manche nicht. Und ich bin gespannt, wie ich so sein werde. Ob ich rumjammern werde oder ob ich einfach mir so denke, yo,
Alles easy, Siegerschmerzen, endlich ist es durchgeführt. So, Stunde später, die Sonne kommt schön raus gerade. Auf jeden Fall habe ich schon richtig Hunger und so nach der OP stelle ich mir jetzt vor, habe ich richtig Bock was zu essen, aber im Endeffekt werde ich wahrscheinlich Schmerzen haben. Aber jetzt, laut dem aktuellen Stand, hätte ich richtig Bock was zu essen. So, ich müsste jetzt gleich abgeholt werden, hat sich jetzt alles verschoben, ist jetzt 11 Uhr. Eigentlich dachte ich 8 Uhr, so hieß es erst. Aber ja, würde ich mal sagen, bis gleich. Okay Leute, es geht jetzt los, ich habe jetzt gerade meinen Kittel und ja, mal schauen wie es wird, bis gleich. Ich kann es gar nicht zeigen, aber ich habe so eine Baumwollunterhose, die ist voll transparent. Und jetzt geht's zur OP, Leute, ich melde mich dann gleich, mal schauen wie ich mich dann anhöre. Hey Leute, die OP ist jetzt vorbei. Ja, das Reden ist ein bisschen hart und auch schlucken tut weh. Aber alles gut überstanden. Also bis jetzt geht's. Ich habe natürlich auch Schmerzmittel schon drin. Und ja, ich schaue mich mal ein bisschen komisch an. Aber es ist jetzt direkt so 10 Minuten nach der OP, wo ich aufgewacht bin. Krass, die Mandeln sind einfach raus. Jetzt soll noch die Schmerzen ertragen, Eis essen. Die Frau meint, ich soll noch eine Stunde warten. Und dann kann ich mein erstes Eis essen. Der Hunger ist nach wie vor da, weil ich hatte vor der OP sehr Hunger. Und ich bin total gierig auf mein Eis. Aber ja, wie viele es wahrscheinlich schon ahnen konnten, vermuten konnten, ich habe meine Mandeln rausbekommen, vollständig entfernt. Und ja, die Bakterien schleudern endlich draußen. Und wie ich mir das erhofft habe, es sind für mich einfach Siegerschmerzen. Und ich werde die wegstecken. Und ja, wenn ich Schmerzen habe, dann läute ich hier die Glocke. Freunde, so nebenbei, ich hoffe, die Glocke ist bei euch aktiv. Bei mir ist sie aktiv. Hey Leute, ich habe jetzt gerade ein Eis bekommen. So, habe hier ein Eis. Dann habe ich hier, das ist noch irgendwas für den Magen. Hier ist noch eine Schmerztablette. Da habe ich noch ein Eis. Und ich kann gleich sogar schon was essen. Also sehr nette Frau, super Krankenschwester. Hat mich hier schön gefragt, habe ich Hunger, wie geht's mir? Und beim Eis sage ich nicht nein. Und es gibt sogar auch einen Kühlschrank hier, wo Eiscreme drin ist. Oh ja, das tut gut. Ich muss mir noch an Schlucken gewöhnen. Ein bisschen schlecht ist mir. Aber ich habe schon Tränen in den Augen vor lauter Schmerz. Sieht man das hier, wie es runterläuft? Da habe ich mir echt schon gut durchgenommen. So, ich habe jetzt gerade nochmal eine neue Wickel für den Hals bekommen, wieder schön kalt. Und ich habe, das ist eigentlich mein, gerade geschluckt. Ich habe hier gerade noch mein, ich sag's mal, Abendessen für jetzt. Wir haben jetzt 21 Uhr. Das Essen habe ich, glaube ich, schon so um 17 Uhr bekommen. Aber ich hatte einfach keinen Appetit und habe es einfach stehen lassen. Ja, ein bisschen geschlafen auch. Jetzt habe ich erst Appetit und kann das Essen genießen, so gut es geht. Und was haben wir hier? Erstmal habe ich mir noch ein Eis geben lassen, damit ich es überhaupt aushalte. Habe ich hier, bin mir gerade gar nicht sicher, was das da hinten ist. Auf jeden Fall ein bisschen Schinken, Karotten, Tee. Und wir haben hier Brot. Wenn das jetzt gleich überhaupt geht, ne? Also ich muss erstmal gucken. Ein Getränk ist das, glaube ich. Ein Blaubeergetränk. Aber zuerst mal jetzt das Eis. Wir haben jetzt Mittwoch, 21 Uhr. Wir haben mir eben schon gute Nacht gewünscht, aber für mich ist das noch ein früher Abend. Ich werde mir auf jeden Fall gleich ein paar Dokus reinziehen, Filme gucken. Ich habe auch noch sehr viele Filme offen, die ich eh gucken wollte. Und zu Hause habe ich die immer aufgeschoben, weil ich immer was anderes zu tun hatte. Und jetzt kann ich mir die Zeit nehmen, Filme zu gucken. Sehr angenehm. Ich muss sagen, obwohl, also jeder Schluck ist trotzdem noch echt hart. Und da wird einem klar, wie oft man eigentlich schluckt für jede Kleinigkeit. Und ich frage mich, ob es noch schlimmer wird. Also ob das ja das Härteste ist vom Schluckgefühl. Oder kommt da noch eine Stufe härter, also dass es dann noch mehr wehtut. Leute, was einfach nur krass ist, wir haben ja diese Body-Transformation gemacht. Wisst ihr noch das Video, wo wir gesagt haben, wir ziehen jetzt genau ab dem 1.4. durch bis zum 4.4. Also 3 Monate Training. Und danach kam das Ganze. Leute, ich habe bis heute nicht einmal trainiert richtig. So, ich war auf Toilette. So, ich mache jetzt mal hier ein bisschen Licht aus. Nachtmodus. Die zwei reichen. Und ich nehme jetzt eine Schmerztablette.
Und dann werde ich erst mein Abendessen später angehen, weil damit das nicht so weh tut beim Schlucken. Und was ich gerade richtig merke, wenn ich so stehe, wird mir auf einmal schlecht. Ist echt sehr schlecht geworden, ey. Ich muss das mal ganz sacken lassen, ne? Ich habe gerade das Gefühl, ich muss jetzt gleich zum Klo rennen und mich übergeben. Ganz komisch. Deswegen war ich mit der Tablette nicht, dass ich jetzt irgendwie mich übergeben muss und dann... Oh mein Gott. Eben eingeschlafen und mein Arm war gerade eben so am Rumwabbeln, weil das Bett so klein ist und mein Arm ist eingeschlafen und dann war mein Arm hier so voll am Rumwabbeln. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist los? So, jetzt gibt's gleich mein Abendbrot, weil ich dann nachts verputze. Um 8 Uhr gibt es Frühstück, schon Schmerztabletten hier bekommen für morgens, mittags und abends. Ich habe sogar 2 Tabletten morgens. Ich werde gleich mal hier klingeln und fragen, ob ich mir die direkt hintereinander reinziehen soll. Ja, natürlich noch Schmerz beim Schlucken und ja, immer viel trinken. Ich habe viel stilles Wasser. Mein Akku ging leer und ich wollte noch das Abendessen abfüllen. Ich habe es nicht geschafft, habe auch nichts gegessen mehr. Hat zu sehr wehgetan. Ja, es war dann so beim Schlucken, das vor allem das Brot. Ich mache auf jeden Fall den Rand jetzt ab bei dem Brot, wenn es zum Frühstück wieder Brot gibt. Und dann gucke ich mal, was ich essen kann. Und jetzt habe ich einen riesen Hunger, weil ich gestern kaum was gegessen habe. So sieht es aus, ein bisschen abgemagert, keine Gains. Ich werde jetzt mal auf jeden Fall schön Netflixen bis zum Frühstück. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Frühstück. Aber zuerst werde ich jetzt zum ersten Mal diese Klingel hier betätigen. Und ich bin mal gespannt, wie schnell die dann ankommen. Können wir mal direkt die Zeit gucken, wie schnell das Personal hier ist. Klingel, genau. Ich habe jetzt geklingelt. Die Zeit läuft. Eine Frage, die Tabletten, kann ich die jetzt schon nehmen? Würdest du Frühstück nehmen? Sehr schnell ging das. Und zum Glück habe ich nachgefragt, weil die lagen hier einfach. Hätte ich nachgefragt, hätte ich schon einen Fehler gemacht. So, mein Frühstück. Wir haben ein Brötchen, eine Scheibe Brot, Kaffee, ein Ei, dann hier noch ein Müsli, verschiedene Aufstriche, Aufschnitt, Obst für die Süße schön und hier noch eine Milch für das Müsli. Also ich muss sagen, ist echt alles da. So für jeden Geschmack was dabei. Und ja, das haue ich mir jetzt rein. Und ihr hört schon meine Stimme. Die ist komplett am Abdrehen gerade. Aber ja, rein damit. So, habe jetzt fertig gefrühstückt. Kleines Update. Ich habe wirklich extrem lange gebraucht. Die Frau kam eben rein, wollte schon abräumen und ich hat noch was gebraucht. Ich glaube, ich habe jetzt locker 1,5 Stunden gefrühstückt. Das waren nur 2 Brötchen. Ne, sogar eine Brotscheibe nur, ein Brötchen, ein bisschen Aufschnitt und ein Kaffee. Boah. Und ich habe mich sogar gewundert, dass ich Kaffee trinken darf, aber die meinen ist okay. Und da lasse ich mir das dann nicht nehmen, ne? Ein Koffeinkick muss schon sein. Ich brauche keine Drogen, ich brauche nichts Grünes, nichts Weißes, keinen Wein, ich brauche einfach nur ein bisschen Koffein. Am besten Kapo, aber man will sich ja nicht beklagen, ne? Jetzt hier so gerade, wo ich mich so abfilme, ohne Witz, meine Fresse sieht richtig aufgedunsen aus. Ich sah noch nie so aus. Ich habe eigentlich normalerweise voll die markanten Gesichtszüge, aber das ist ja wirklich gerade aufgebläht as hell. Krass, also das ist echt verrückt, habe ich mich noch nie gesehen. Irgendwie, als ob ich so Hamsterbacken habe. Keine Ahnung, ob das jetzt an dieser Narkose da lag oder woran auch immer. Oder ich werde gerade irgendwie fett, aber im Gesicht wurde ich noch nie fett, richtig komisch. Auf jeden Fall, ich sehe gerade aufgedunsen aus. So, kleines Update. Also ich muss schon sagen, ich fühle mich hier wie im Hotel. Jetzt haben wir mir gerade schon Kaffee und Kuchen angeboten. Ich habe einen Kapo genommen, der ist jetzt nicht so schaumig, wie ich sonst immer gewohnt bin. Und einen Kuchen, den pfeife ich mir jetzt rein. Ah ja, hier könnt ihr mal sehen. Ja, unter Kapo verstehe ich was anderes, aber ich will nicht meckern. Ist geil, dass es das überhaupt gibt. Und einen Kokoskuchen. Den klatschen wir uns doch jetzt mal direkt rein hier. Und der ist schön weich. So, mein Abendessen. Joghurt, Käse, dann hier noch Orangenscheiben. Keine Ahnung, was das hier ist. Butter und Brot. Also ein sehr trockenes Abendessen. Nichts Besonderes. Und Hagebuttentee. Und ja, das pfeife ich mir jetzt rein. Extra, bevor ich geschluckt habe, die Kamera angemacht, um zu dokumentieren, wie sich der dritte Tag anfühlt, wenn ich schlucke. Das ist schon hart. Also ich muss schon sagen, es tut schon mehr weh als die anderen Tage. Schmerztabletten sind schon da.
Aber erstmal frühstücken und dann nehme ich die. Wow, ich muss schon sagen, Tag 3 ist jetzt wirklich am härtesten. Und Leute, ich werde mir jetzt erstmal ein Eis besorgen. Es ist gerade wirklich schlimm. Also, es tut einfach weh. Auch wenn ich gar nicht schlucke, nur rede. Boah. Auf jeden Fall, also es ist wirklich, also Tag 3 ist wirklich mies, einfach nur mies. Allein zu reden, es tut gerade weh, auf jeden Fall. Und dennoch, muss ich ganz klar sagen, ist immer noch mein Formniveau. Also ich bin froh, dass die Mandeln raus sind, auch wenn es jetzt hart ist, ist ja nur vergänglich, dürft ihr nicht vergessen. Und ist immer noch besser als, ja, es gibt da Menschen, die tun 7-mal im Jahr Antibiotika fressen, weil die Probleme mit den Mandeln haben. Und ich finde, das ist noch schlimmer als diese Schmerzen, wenn man sowas macht. Natürlich jedem selbst überlassen, aber man muss schon auf den Körper auch hören. Und habe auch gestern noch mit einer Ärztin hier geredet, die meinte auch, du hast alles richtig gemacht. Ich habe dir alles so erklärt, so wie bis zum Tag, wo es dazu kam, dass ich gesagt habe, hey, die Mandeln sollen raus. Weil irgendwann kann es so gefährlich werden, wenn man so Bakterien also in den Mandeln hat und Antibiotika nichts hilft. Weil ich hatte sogar gezielte, also 2 Bakterien wurden festgestellt, gezieltes Antibiotika dagegen bekommen und es ging nicht weg. Ging es immer noch scheiße. Und dann kann es auch gefährlich werden. Das kann dann auch auf Organe gehen, die Bakterien, die Herzklappe angreifen. Dann kriegt ihr Probleme. Deswegen, ihr solltet dann schon irgendwann mal die Notbremse ziehen, auch wenn auch viele Ärzte euch belabern. Ah, lasst sie drin, ist doch noch okay. Ihr müsst euren Körper auch mal ein bisschen fühlen und gucken, ist das normal, was ist los bei mir? Und das ist ganz klar gemerkt. Vor allem habe ich das Glück, ich werde sonst eigentlich nie krank. Ich wurde schon insgesamt, ja, so über ein Jahr nicht mehr krank. Und wenn ich dann was habe, dann fällt es mir direkt auf. Das war halt diese Mandelentzündung. Und seitdem, die hat mich komplett durchgenommen. Seitdem ging gar nichts mehr. Und das war meine erste gefühlt in meinem Leben. Kann sein, dass ich vielleicht mal als Kind ein paar hatte, aber die habe ich nicht so realisiert. Aber das war echt schon, seitdem ich die hatte, war ich nicht mehr ich selbst. Und klar, jetzt weiß ich auch noch nicht, wie es ist, ich selbst wieder zu sein. Jetzt muss ich erstmal diesen Schmerz hier verkraften. Aber ich freue mich einfach auch, was mich auch motiviert, einfach der Tag, an dem ich dann wieder fit bin, wieder normal trainieren kann, einfach wieder das Leben genießen kann. Wenn ich morgens aufstehe, denke ich mir so, yo, geil, hab voll Bock auf den Tag. Darauf freue ich mich und das, worauf ich hinaus will, die Schmerzen sind. Finde es das auf jeden Fall wert, auch wenn ihr euch ein bisschen komisch anhört und der Schmerz hart ist, vor allem Tag 3. Ja, Mann, so viel dazu. Ich gucke jetzt Netflix und gleich gibt es wieder Frühstück. Ich habe mich dann einfach ein bisschen zusammengerissen und einfach durchgezogen, weil man muss auch essen, damit dann diese Belege sich auch von selber lösen. Deswegen bringt nichts jetzt hier zu fassen. Gerade eben kam die Frau und wollte abräumen. Ich habe mir gesagt, ich brauche noch ein bisschen. Aber auch irgendwie gestern und vorgestern habe ich auch mal lang gebraucht. Ich müsste mal so an die Tür so einen Zettel machen, schwer behindert, ich brauche ein bisschen zum Essen. So, es gibt Mittagessen, der riecht schon sehr lecker, ich zeig's euch mal. Mittagessen und ein Nachtisch, der aus, was ist das denn? Sieht schon super geil aus, locker so ein kleiner Kuchen. Und, ja. Oh, aber ich muss dann sagen, für ein Krankenhausessen sieht das schon hier nicht schlecht aus. Hätte man jetzt auch im Restaurant serviert bekommen können. Riecht sehr gut, ich weiß gar nicht, was das gerade ist hier. Boah. Auf jeden Fall, ja, mein Gericht mit einem simplen Nachtisch. So, Geschmacksprobe. Ah, Lachs ist das, oder? Oder bin ich gerade dumm? Hä? Oh, schmeckt mir jetzt auch gut. Ich weiß nicht, was es ist. Das schmeckt auf jeden Fall lecker. Ich muss schon sagen, super Essen. Gefällt mir echt. Ach Leute, wie geil. Hier ist noch ein Zettel dabei gewesen. Hier steht genau, was drauf war. Und zwar, ihr könnt das immer nachlesen. Zack. Grillgemüse noch dabei. Nice. Jo Leute, Tag 4, beziehungsweise jetzt die Nacht noch von Tag 3. Ich habe irgendwie den ganzen Tag 3 geschlafen. Und ja, auf jeden Fall Feedback jetzt zum Schmerz. Wenn ich jetzt was trinke, es geht wirklich. Also dafür, dass es morgens ist, ist es nicht schlimmer als der Morgen von Tag 3. Beziehungsweise ist es vielleicht auf dem gleichen Niveau. Und es ist immer ein bisschen schmerzhafter, wenn man natürlich geschlafen hat, lange nichts getrunken und gegessen hat, dann ist alles eingetrocknet. Ja, es ist noch mitten in der Nacht. Und das Coole ist, hier gibt es einfach so einen Aufenthaltsraum. Das habe ich auch erst später erfahren. Das Coole ist, man kriegt ja immer so zwischendurch mal Kaffee und Kuchen. Und dann war der Kapo nicht so geil, der war nicht so schaumig. Dann habe ich mir gesagt, habt ihr irgendwie auch noch eine andere Maschine? Und dann meinte ja, es gibt hier noch so einen Aufenthaltsraum, wo du hingehen kannst. Da gibt es Kaffee, Tee, Obst und so weiter. Und dachte ich mir so, oh nice. Und dann habe ich auch gestern mir schon 2 Kapos hier gemacht. Und ja, der war schon nice auf jeden Fall. Nicht so nice wie zu Hause, aber nice. Und da gehe ich jetzt mal hin, zeige ich euch. Jetzt ist zwar alles dunkel und das Geile ist, man hat von dort eine noch geilere Aussicht auf den Rhein. Und heute werde ich auch entlassen und dann freue ich mich auch zu Hause meinen Kram zu essen. Nachher, wenn das Frühstück kommt, beziehungsweise ein paar Stunden, wenn das Frühstück kommt, frage ich mal, wann ich hier entlassen werde. Und ja, da werde ich mal Bescheid sagen, holt er mich ab und dann endlich wieder home, sweet home.
darf offiziell gehen, das war's. Hab bei der Ärztin gewesen, letzter Check gemacht und ja, die drüber geschaut und alles soweit in Ordnung. Und ja, jetzt kann ich gehen, hab hier noch ein Rezept für Schmerzmittel, um die Tage noch zu überstehen, weil ein bisschen Schmerzen werde ich auf jeden Fall noch haben. Ist auf jeden Fall nichts, was man nicht verkraften würde, also braucht ihr keine Angst haben, auch wenn ihr mal eine Mandel-OP vor euch habt. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen fetten Daumen hoch, wenn ihr mal mehr so Videos mögt, je nachdem was ansteht, weiß man ja nie. Aber wenn euch sowas gefällt, gebt einen Daumen hoch, dann kommt mehr von sowas. Natürlich, hoffentlich keine OP, aber was anderes. Vielleicht eine Urlaub oder so. Und noch liebe Grüße an Lukas. Bam! Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von so Grüße werden wollt, gebt dem Video einen Like. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt euer Wunschkommi mit dem Hashtag Glocke aktiv. Und ihr habt die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!